Hallo! Willkommen zurück bei Let's Play Mystical Ninja! Starring Gomon! Wir sind immer noch im Festival-Tempel und... Yo! Ich springe Leitern hoch. Ist das nicht herrlich? Hahaha! Ja. Und ja, wir gucken jetzt einfach mal, wie es hier in diesem Abschnitt des Tempels weitergeht. Wir haben jetzt sozusagen den zweiten Abschnitt erreicht und... Ich laufe jetzt hier erstmal das Dach entlang. Muhahaha! Oh ja! Wenn ihr eines Tages seltsame Geräusche von eurem Dach hört, das bin ich. Denn ich laufe gerne über Dächer. Wow, Panzer. Immer diese Panzer. Naja. Irgendwas war hier. Oh, ah, genau, da hinten ist es. Da hinten ist es. Haha, Surprise, Surprise. Wir haben ein weiteres Surprise-Pack gefunden. Ein weiteres Extra-Leben für unsere Sammlung. Bisher haben wir zwar noch nicht allzu viele verloren im Spielverlauf, aber was soll's. Oh mein Gott. Und jetzt kommt's. Ja, das habe ich doch gut überstanden. Und ich weiß schon ganz genau, was ich an dieser Stelle Audio spammen werde. Randnotiz an mich. Ihr sterbt. Nein, das ist nicht die Randnotiz. Die Randnotiz lautet Audiospam an dieser Stelle einfügen. Da habe ich schon eine grandiose Idee. Ja, okay. Jetzt ist nur die Frage, wo es lang ging. Ich glaube... Oh Mann. Gehen wir links oder gehen wir rechts? Wir gehen rechts. Oh mein Gott, nein! Oh, von denen müsst ihr euch in Acht nehmen, vor diesen Kästen, die explodieren! Oh mein Gott, ja, super! Kommt schon mal vor, passiert in den besten Familien und ich glaube, ich bin hier falsch. Yep. Ich denke, ich muss wieder zurück. Genau weiß ich es nicht. Dieser Tempel, so oft ich ihn gespielt habe, ist einfach unübersichtlich. Das könnte schon eher was werden. Oder... Wartet mal. Ich probiere es vielleicht doch erst einmal hier. Ich probiere es erst einmal hier. Ja! Mr. Arrow! Der sogenannte Pfeil! Okay. Bringt uns aber nicht wirklich was, diese Karte. Also wenn man sich das mal betrachtet... Wir sehen zwar, oho, ja, hier ist der Boss, aber... schön, dass da der Boss ist, aber was bringt einem diese Karte? Was bringt sie einem? Ich kann sie nicht lesen, ich weiß nicht, ich bin da völlig... ich weiß auch nicht. Ist ja eine nette Idee mit der Karte, aber wenn man sie nicht lesen kann, ist es... Oh Gott. Oh Gott, Fässer. Rolling Barrels! Gut, gehen wir doch erstmal hier lang. Hahaha, verarscht. Haha, ich hab euch verarscht. Wir gehen natürlich erst einmal hier lang, weil ich glaube, hier können wir mit der Chainpipe jetzt erst einmal mehr ausrichten. Gehen wir uns einfach mal hier rüber hangeln. Und den Panzer. Ach, du kommst auch noch dran. Panzer, stirb. Na, egal. Euch schnapp ich mich später. Und eure Verwandtschaft. Genau. Hallo Panzer. Oh mein Gott. Ich bin mir so unsicher, wo ich lang gehen soll. Entschuldigt, wenn ich dann... einfach vor Türen stehen bleib und erst mal überlege, müsst ihr das verzeihen. Oh Gott. Ja, du Verdammter! So. Ich denke, dass es hier weitergeht. Es muss hier weitergehen. Das sieht zumindest gar nicht mal so schlecht aus. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Ja, da... Oh Mann!
Ja, das sieht gut aus. Denn da hinten... Da hinten ist eine nächste Waffe für uns. Und zwar... Hahaha. Was haben wir denn da? Den Kunai of Sever Cold. Ein weiterer Kunai für Sasuke. Mit ihm können wir die Fuchs fressen, sowie kalte Platten halt abkühlen. Heiße Platten abkühlen lassen. Oh mein Gott. Ja. Und die Fuchs fressen können wir jetzt halt besiegen. Die habt ihr noch nicht gesehen. Aber ist auch egal. Und ja, genau. Wir können mit dem Kunai Intense Hail Beam ja, Sachen machen, die nicht nett sind. Ganz allgemein gesagt, wir können damit nun also endlich heiße Bodenplatten einfrieren und diese somit begehbar machen. Das werden wir hier noch brauchen. Das habe ich euch bisher noch nicht gezeigt, aber direkt am Anfang gibt es so eine Stelle, wo wir das brauchen. Und da werden wir dann später nochmal zurückkehren. Ich will aber noch eine weitere Waffe und die müsste hier irgendwo in der Nähe sein. Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Aber wer weiß das schon so genau? Gut. Dass ich das mal schadlos überstehe, unglaublich. Der lasst mich. Na, du! Okay. So. Das sind nämlich diese heißen Platten, von denen ich geredet habe. Und die benutzen wir jetzt auch mal. Also, die heißen Platten und den Kunai natürlich auch. Na los, komm hoch! Wir gehen hoch! Na bitte! So, da müsste die nächste Waffe sein auf jeden Fall, aber... Wie komme ich da jetzt am besten hin? Ah ja, genau! Juhu, schon gefunden! Haha! Wir haben die nächste Waffe! Für Ebisumaru, den Meat Saw Hammer! Und das ist eine sehr, sehr schöne Waffe! Denn damit sind wir nun in der Lage, quasi uns sehr schnell unsere Energie aufzufrischen. Denn sollte ein Gegner ein Item fallen lassen, wird es nun in jedem Fall ein Dumpling, also sprich Energie sein. Er lässt also kein Geld mehr fallen, sondern nur noch Dumplings. Es kann natürlich aber auch nach wie vor sein, dass der Gegner gar nichts fallen lässt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er etwas fallen lässt, wird dadurch nicht höher. Das muss man dazu sagen. Aber immerhin, wenn er nun etwas fallen lässt, dann wird es in jedem Fall Energie sein. Und ich hoffe, dass ich das jetzt mal... Jetzt brauche ich es auch nicht mehr. Super. Egal. Aber auch schön, wenn man mal seine Energie auffüllen muss. Wobei ich mich frage, warum machen die zwei davon direkt hintereinander? Na, egal. So. Okay. Jetzt muss ich natürlich wieder überlegen, wie kommen wir am besten zurück... Weil wir müssen nun auf jeden Fall zum Anfang des Tempels hier. Mehr gibt's jetzt hier erstmal nicht für uns. Hey! Okay. Das war falsch. Ja, wunderbar. Mensch, warum sagt mir das keiner? Auf jeden Fall war das nicht richtig. Also quasi falsch. Oh Mann. Dieser Tempel ist so verwirrend. Ich hasse ihn. Wo ich den das erste Mal gemacht habe, ich glaube, ich habe bestimmt... Boah, also lass es drei Stunden gewesen sein, wenn nicht sogar drei Stunden. Wirklich an diesem scheiß Tempelgang. Ich denke, dass es eher sogar drei Stunden waren. Also wirklich, da habe ich einen ganzen Tag drin gehockt. Oh nein!
Hey, aber heute habe ich echt Glück mit diesen Dingern. Heute werde ich nicht einmal erwischt. Ja, hier geht es auch nicht lang. Ja, wir müssen da hinten hin. Wir müssen wieder auf jeden Fall zum Anfang zurück. Und wir werden ihn finden, ich schwöre es euch. Nichts und niemand kann uns aufhalten. Ah, gut, okay. Wir haben es geschafft. Wir sind wieder so ziemlich am Anfang. Muss ich wieder hier rüber. Das wird wieder nicht gut. Doch, es wird gut. Hey. Der kleine Sasuke bringt mir heute Glück. Und ich bin falsch gelaufen. Juhu! Oh, Junge! Nein, hier ging es auch nicht lang. Hey, du! Oh, ja. Gut, ja. Hier müsste es irgendwo sein. Aber ich muss aufpassen, weil hier verliert man ganz schnell mal ein Leben. Und davon habt ihr nicht allzu viele. Ja, und da sind sie, die nächsten Bodenplatten. Wir lesen zuerst einmal das Schild. Friere die heißen Bodenplatten mit dem Kunai of Sarah Cold ein. Und er kann irgendwo in diesem Schloss hier gefunden werden. Und das ist eine Information, die wir normalerweise am Anfang benötigt hätten. Da wir das jetzt aber schon haben. Verdammt, das war nicht gut gerade. Was zum... Dukta! Der kann doch nicht... Mann! Jetzt aber... Haha, und wie ihr seht, können wir auch Gegner einfrieren. Das ist eine ganz besondere Eigenschaft. Ist aber auch nicht unbedingt stärker als der normale Kunai. Und außerdem, ja, kostet das dann Rühe und das muss nicht unbedingt sein. Ja, ihr kriegt auch noch euer Fett weg. Ich komm nochmal wieder. Ja, verdammt nochmal. So. Ja. Hier muss man wirklich ein bisschen... Ja, gucken, wie man das hier macht am besten. Wunderbar. Was das ist, das Zapfer! So. Gut. Ah, okay. Wir gehen erst nochmal zurück. An dieser Stelle müssten wir weiter, aber unten war noch eine Tür. Und das will ich mir jetzt erstmal anschauen. Ja, wunderbar. Das will ich mir jetzt erstmal anschauen, was da nochmal war. Wir gehen da gleich nochmal hoch. Weil ich glaube, da sind wir falsch. Wir sind durch die falsche Tür gegangen schon wieder. Da ist die Tür, durch die wir wollen. Manometer. Ja, okay. Weil hier geht's nämlich raus, glaube ich. Genau. Und ja. Weil dort hinten, Leute, befindet sich nun ein goldenes Kätzchen. Das, was wir am Anfang dieses Tempels schon einmal gesehen hatten.
Nun können wir es erreichen. Hallo, Energie. Ich brauche dich. Sehr schön. Gut, und damit möchte ich diesen Part dann auch erst einmal beenden. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Weehawk LP.